Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir, dem Aquapainter aka Uli. Und zwar zum Video Nummer 108. Und zwar, wie jeden Freitag 16 Uhr pünktlich hochgeladen, bin ich für euch da. Im Sommer, ich möchte es mal ankündigen, könnte es passieren, dass meine Ausgabe ausfällt. Ich glaube es zwar nicht, aber ich möchte es bloß mal erwähnt wissen. Es kann passieren, dass da mal irgendwas nicht stattfinden wird, weil ich halt nicht weiterkomme. Aber eigentlich komme ich immer weiter. Ich sehe schon zu, dass ich weiterkomme. Und zwar habe ich natürlich jetzt auch so eine kleine Leerlaufphase gehabt. Ich muss immer noch auf eine Bestellung warten, die ich nicht reinbekommen habe für meinen Stellput, was aber nicht weiter schlimm ist, weil die Bahn würde ja im Automatikmodus gerade laufen. Ja, und da habe ich natürlich gesagt, okay, da machst du auf der rechten Seite weiter, da hast du lange nichts gemacht. Relativ neue Abonnenten werden die Seite eigentlich gar nicht kennen. Ältere Abonnenten kennen das noch, wo ich damals Dobbingen oben gebaut habe, habe ich auch rechts da, was wir im Hintergrund sehen, gebaut. Und dort an der Stelle, wo hinten die Kehrschleife ist, wir sehen sie gerade dort, die ist ja wie so ein Tropfen da auf der rechten Seite, dort fehlten die Signale noch. Die Weichen haben funktioniert, die Weichen habe ich in den Automatikmodus reingesetzt, aber es waren keine Signale da. Was lag näher, als dass ich in meine Kiste gegriffen habe, mir dort 3 Signale rausgeholt habe und habe dann entsprechend die Signale verlegt. Was ich hier noch nicht gemacht habe, die Signale sind nicht koloriert, die sind nicht bemalt, die sind nicht gealtert, da ist noch gar nichts. Die sind silber, hässlich, das bleibt nicht so. Ich behalte definitiv keine silbernen Signale bei mir auf der Anlage, zumindest ich bei mir nicht. Wer das machen will, ist ja alles schön. Aber ich habe sie gesetzt, ich habe sie haben wollen, ich wollte, dass die endlich mal da sind, dass das auch, ne, dass es halt da ist, ne? Und deswegen habe ich das gleich mal genutzt, die Gelegenheiten, habe das getan. Und wir sehen ja auch hier vorne rechts, was heißt denn rechts? Für mich ist es rechts, hinter meiner Hand gerade, sehen wir ja auch, dass dort das Gleis schwebt, ja, dass dort noch gar nichts drunter ist, da oben. Das habe ich auch mittlerweile behoben. Da geht es an der Stelle sogar jetzt ein bisschen weiter die nächsten Tage, weil ich mir ja auch Gedanken machen muss, wie endet das auf der rechten Seite. Ja, ich möchte ja nicht immer alles nur so hölzern stehen haben da und nee, das gefällt mir nicht. Deswegen habe ich da auch schon weitergemacht, aber das zeige ich euch wahrscheinlich in der nächsten Folge. Und auch, was da noch kommen wird, zeige ich euch, das sage ich euch mal am Ende des Videos, was da noch kommen wird. Ist auch erstmal unerheblich. Und zwar habe ich die Signale gesetzt. Ich habe es ja gesagt, ich habe die Kabel verlegt und das Problemchen, was ich immer habe bei meiner Anlage, ist, ich kann nicht unter die Anlage drunter krabbeln und dort irgendwo, also vorher ein Loch bohren, drunter kriechen, durchziehen, Strippe ziehen, fertig. Funktioniert bei mir nicht. Ich muss alles mühsam, wie wir gerade hier sehen, irgendwo innerhalb der Anlage verlegen. Bei mir müssen alle Kabel und alle Antriebe müssen sich am Anlagenrand vorne treffen, so dass ich dort alles machen kann. Ja, ihr wisst ja, oder man sieht es ja, es ist ja in einen Schrank eingebaut, der zwar nicht platt an der Wand steht, außer dieses Stückchen, sondern so schräg in den Raum, so dass ich nach hinten hin schön viel Platz habe. Aber ist ja egal, ich kann jedenfalls nicht drunter unter die Anlage. Ich muss also alles irgendwo regeln und habe wirklich Kabel, ich habe es ja schon mal gesagt, irgendwo bei 800, 900 Meter mittlerweile verlegt und alles liegt da in irgendwelchen Buchbinderrücken und ich habe das damals sogar teilen wollen. Ich wollte sogar nach Volt verschiedene Ebenen von den ja, Kabelbäumen. Geht nicht, habe ich den Platz gar nicht für. Ich habe es erst probiert und ja, der Geist war willig, irgend sowas sagt man doch immer, ne? Es ging nicht, es konnte ich nicht machen. Und hier sehen wir aber jetzt mal, um wieder zum Video zu kommen, ich hatte ja in der letzten Folge schon angefangen mit diesen Mikroschaltern und zwar dort, wo ich keine Konrad-Weichenantriebe mehr verlege oder generell die Weichenantriebe, die Unterflur-Weichenantriebe, sondern das Ganze durch Servos ausgetauscht habe, weil es einfach nicht besser ging, weil der Stellweg der Weichenantriebe hat nicht ausgereicht, deswegen habe ich an manchen Stellen jetzt Servos eingesetzt und konnte natürlich dann die Signale nicht mehr schalten lassen über die Antriebe. Ja, da habe ich ja über die Herzstückpolarisierung, das war schwer, furchtbar, machen lassen, sondern ich muss es jetzt über Mikroschalter machen, und zwar, wenn der Hebelarm sich bewegt, drückt er gegen den Schalter oder er lässt ihn los. Eine ganz einfache, simple Geschichte. Wir sehen es hier im Hintergrund oder nicht im Hintergrund, wir sehen es hier. Und das schließe ich jetzt natürlich hier an. Das war natürlich wieder mal stellvertretend, das eine für noch ein zweites und ein drittes Teilchen, was ich so bauen musste, wie wir es hier gerade sehen. Aber ich zeige euch ja immer nur noch eins.
wird zu viel des Guten. Ich kann euch ja nicht dreimal zeigen, wie ich einen Mikroschalter anbaue. Langweilig. Ja, hier sehen wir jetzt, wie die Kabel da oben rumbaumeln. Ich habe ja die Kabel erst von oben nach unten, dann habe ich die Signale angelötet und dann versuche ich immer alles durch die Löcher zu stopfen, ohne dass irgendwelche kleinen Mikrolitzen abreißen. Und hier sehen wir, so runterhängt da rechts, guck mal, die schräge Stange. Das ist eine ganz lustige Geschichte. Damit habe ich einen Antrieb. Ich wechsle gerade von A nach B, aber wenn das Video gerade hergibt, schaut mal, hier sehen wir das. Rechts der Konrad-Antrieb. Da geht die Stange so schräg nach oben und dort die Weiche anzusprechen. Und weil dort könnte ich es nicht anders machen. Normal habe ich ja diese Messingröhrchen, die da hochgehen. Und das ging ja nicht. Hier ist ein DKW unten drunter, also eine Doppelkreuzungsweiche. Und da hätte ich ja ein Loch durch die Weiche bohren müssen. Unlustig. Und ja, funktioniert prächtig. Sieht wahnsinnig abenteuerlich aus und dreckig ist es da auch noch. Das ist nämlich alles so herrlich verstopft bei mir in der Anlage, weil hier rechts ist nichts abgedeckt. Ja, hier zumindest auf der rechten Seite ist alles offen. Aber abgedeckt wird's. Ihr seht es ja gerade hier im Hintergrund, denn jetzt war ich fertig mit Strippenziehen. Und da habe ich euch nochmal gezeigt, wie ich diese Abdeckplatten reinlege, die natürlich später mit Modellbahnkram zugebaut wird. Ne? Aber ich kann das alles wunderschön abdecken. Ich kann alles modular abnehmen. Ich kann überall rangreifen. Ich könnte von vorne ran. Und alles wird mit Magneten gehalten. Wir haben es ja gerade gesehen. Einfach ran, zack, puff, hält. Erledigt. Ganz, ganz tolle Sache. Und hier sehen wir den rechten Schrankteil. So ein bisschen hier rechts ist die Tür. Und da nach links weg. Und dann geht die Anlage schräg nach links vor, sodass ich hinten einen relativ breiten Raum habe, wo ich was bauen kann. Und das Ganze ist, wenn es interessiert, wer es noch nicht weiß, so circa 5 Meter breit. Also man hat schon ein bisschen Platz, um sich da ein bisschen zu tummeln. Und ja, jetzt mache ich das eine Signal noch fest. Wenn man sich das mal anschaut, das hängt ja da so halb auf der Kante. Deswegen fixiere ich das gerade mit ein bisschen Sekundenkleber. Denn die älteren, also jetzt nicht vom Jahrgang her, sondern vom Zuschauen her, Abonnenten wissen es vielleicht noch, dass ich früher eine Spur Z geplant habe und auch angefangen habe, hier auf der Anlage zu bauen. Und deswegen haben wir oben lediglich die Leisten von 5 cm Stärke. Da lief ein Gleis lang, da wo jetzt, da hätten zwei Gleise liegen. Und dadurch wurde natürlich alles enger. Und deswegen musste ich jetzt hier mit der BA212 probieren, passt die eigentlich an dem Signalkopf vorbei oder auch nicht? Weil bevor ich da jetzt den Untergrund modelliere, möchte ich natürlich, dass es auch vorbeigeht. Ja? Ich brauche ja nichts zu machen. Ich muss meine Lok hier nämlich anstupsen, weil die Gleise sind dreckig. Ich baue ja mehr, als ich fahre. Ja, ist halt so. Irgendwann wird es mal umgedreht sein, aber im Moment ist es halt so. Ich baue und bastle und mache. Und da kann passieren, dass man meine Lok anschubsen muss, weil das Gleis dreckig ist. Und nachdem ich die BA212, ja, meinen Tomix muss ich anschubsen, der kann ja nicht selber fahren, ist das mein breitester und höchster Waggon, den ich besitze, ist dieser Reinigungswaggon. Und wenn der an dem Signal vorbeipasst, dann passen alle anderen auch. Deswegen probiere ich es immer mit der 212, dass die mit dem Dach da nicht anstößt und auch mit dem Tomix. Also wenn das gespannt durchpasst, läuft. Ja, also das ist eine ganz wunderbare Sache. Deswegen habe ich mir das als Testvariante ausgewählt irgendwo. Das ist übrigens die Lok, die ich damals verwendet habe, wo ich die Serie gebracht habe, ruckelfreies Fahren. Funktioniert prächtig, diese Lok. Jetzt habe ich mal einen Strom angeschaltet, jetzt sehen wir auch die Signale oder in dem ja doch die Signale leuchten. Und die Signale, die LEDs werden demnächst auch noch Helligkeits, also ich kann sie dimmen. Gottes Willen, da kommen wir alle noch irgendwann hin. Ich kann sie dimmen. Ja, ich kann also die Helligkeit einstellen, ich kann sie dunkler machen, ich kann sie heller machen. Oh, ist ja peinlich. Das ist eine Live-Aufnahme, ne? Passiert. Und die Lichter, gerade die grünen, die mir etwas zu hell sind, kann ich später dimmen. Das heißt, die mache ich dunkler, sodass die roten Lampen oder LEDs, die irgendwo dunkler wirken, eine gleiche Helligkeitsstufe haben, wie das mit dem Grün und alles passt irgendwo zusammen. Weil ich finde, manchmal hast du gerade, wenn du so im Dunkeln fährst, da sehen die Signale aus, als wenn die so 100 Meter auf der Anlage strahlen würden oder sowas. Das ist eindeutig zu hell. Und deswegen, ich weiß, es gibt Signale, da ist das definitiv nicht so, gerade die teuren, die man so kaufen kann. Das sind ja hier diese China-Signale, die ich aber übrigens jetzt bewusst ausgewählt habe für meine Anlage, weil ich ganz einfach hier, wie soll ich denn jetzt sagen, die passen zum Flair meiner Anlage. Und aber da sind halt die grünen LEDs mir persönlich zu hell, also werden sie gedimmt.
Und das mache ich jetzt nicht über einen Widerstand, sondern über einen Drehpulli, so dass ich es schön einstellen kann, wie ich es gerne hätte. Und dann werden die halt dunkler. Jetzt habe ich, ihr seht schon, drunter modelliert. Es hat ja nur gepasst. Also habe ich dann mit der Modellmasse da das Ganze ummantelt, also unterfüttert, dass das Ganze irgendwo, ja, modelliert ist. Also da kommt dann wie so eine Betonmauer später mal hin. Im Moment ist es recht grob, wird aber später alles gemacht. Das kann ich ja noch schleifen und feilen und machen, so dass das Ganze irgendwo dann immer noch nett wird zum Schluss. Und hier sehen wir mal einen kleinen Überblick. Das hat aber einen Grund, dass ich das jetzt mache. Der Anlage Richtung links weg. Und hier oben sehen wir ja einen zukünftigen, ja, Bahnhof, der da so ein bisschen über der Anlage schwebt. Den habe ich mir damals gegönnt. Eigentlich war das gar nicht geplant da oben, aber ich fand es einfach ein bisschen netter. Und wenn wir hier unten das Modul sehen, jetzt hier mit den weichen Schaltern, und den Griff hier, fehlt ja nach links zum Schrank ungefähr, na sagen wir mal 30 cm sind das. Und da kommt eine Tür hin. Und das Ganze wird dann zum Auf, ja, eine Tür halt, ne, zum Auf- und Zumachen. Oh Gott. Und da verschwindet natürlich die ganze Technik, die wir gerade sehen dort. Und das soll als nächstes mitkommen, weil das macht mir immer noch ein bisschen, wenn ich mich vor die Anlage stelle, lässt das immer noch den Teil irgendwo so richtig dolle unfertig erscheinen. Deswegen zeige ich es mal, dieses Holz wird es werden. Das ist ein relativ starkes, stabiles Holz. Und das kommt in der nächsten Folge übrigens mit dran, was ich vorhin sagte. Das werde ich euch in der nächsten Woche zeigen. Dann werde ich auf der rechten Seite noch das Ganze unterfüttern. Da wird noch was vorgebaut werden. Und auf der linken Seite wird dann die Tür gebaut und noch ein paar andere schöne Sachen. Es wird schön. Freut mich auf nächste Woche. Ich bin dann Freitag 16 Uhr wieder da. Bis dahin. Tschüss, euer Uli aka Aquapainter.